Hi Lea, wie geht's? Gut, das heißt fast gut. Du Lina, sag mal, stimmt das, dass wir bis morgen dieses Buch gelesen haben müssen? Hä, was denn für ein Buch? Na, dieser Schinken über das Prinzessinnenpferd beim Ollen Gall, Calvin oder so heißt das. Wie? Ach, du meinst das Buch Marvin, da geht's um ein Pirateneinhorn. Von mir aus, das müssen wir doch bis morgen gelesen haben, oder? Ja, und? Hast du das nicht gemacht? Ist doch ein tolles Buch. Mag sein, ich weiß nicht mehr so viel davon. Hast du es denn überhaupt angefangen? Sagen wir, ich bin nicht ganz fertig geworden, aber würdest du bitte anfangen zu erzählen? Ich passe auch schön auf. Na gut, weil du es bist. Also pass auf. Das war so. Am Anfang geht es um die Fidelio-Geschwister. Sie haben ein Pirateneinhorn namens Marvin getroffen. Mein Bruder, ich habe solche Angst. Warum haben wir uns nur verlaufen? Was ist denn da? Das finde ich nicht mehr, Fidelius. Es ist zu gefährlich hier. Wir müssen den Weg nach Hause finden. Schnell! Sieh nur da. Was ist denn das? Mir ist langweilig. Mach mal Platz. Was für ein Fidelio-Glück. Ein Einhorn. Wir sind gerettet. Ein Einhorn? Ich dachte, es gibt keine Einhörner mehr. Also, da geht's um ein Pirateneinhorn, oder? Ja. Dann wurde Marvin immer, wenn er trainierte, mit Steinen attackiert. Wo trainiert er? Im Fitnessstudio oder was? Nee, im Wald. Wo denn sonst? Okay, weiter geht's. Dann ist er weggelaufen und kam an einen See. Dort hat er eine Elfe getroffen namens Ella. Sie ist die Elfenkönigin-Tochter. Jetzt gehören Marvin und Ella für immer zusammen. Marvin und Ella machen sich auf den Weg zum Elfenreich. Hast du es bis dahin verstanden? Ja, so ziemlich. Auf ihrem Weg treffen sie einen Tauscher. Auf einmal kam ein seltsames Wesen auf Marvin und Ella zu. Es hatte die Größe einer Katze, allerdings mit sehr viel längeren Ohren. Außerdem ging es aufrecht und trug an seinem Bauch, ähnlich einem Känguru, einen Beutel mit sich herum. Ich kann vielleicht helfen. Ich bin ein Tauscher. Bitte was? Ein Tauscher. Ich kann ein Problem gegen ein anderes Problem umtauschen. Das heißt, ich könnte mich davor drücken, mit ins Elfenreich zu gehen? Genau. Du musst dir dazu nur etwas aus meinem Beutel aussuchen. Was hast du denn da drin? Oh, ich kann dir frische Tollwut anbieten. Oder neue Allergie gegen Schnupfenzupfer. Nein, danke. Ich kann dir eine Gifthexe auf den Hals setzen, einen feuerspuckenden Drachen, eine kalbende Schwiegermutter aus einem Märchen oder eine ständig herumnörgelnde Gno. Hast du nicht vielleicht etwas anderes da? Ein schwieriger Kunde. Wie wäre es mit einem Schluck auf, Nasenzwecken und einen Tag mit einem Mathelehrer? Nein, danke. Das alles will man doch gar nicht. Ha. Marvin, du kannst dieses Problem nicht tauschen. Dann gibt es noch die Rauker. Die sprechen Knattersprache. Sie hatten Freck gefangen genommen und er gehört zu den Krantern. Okay. Dann ist Freck weggelaufen und kam zum allwissenden Blub. Alles klar. Was bist du für ein Wesen? Falsche Frage. Dann machte es laut, blub, die Blase zersprang. So etwas hatte ich heute noch nie gesehen. Geh mir aus dem Weg! Frex zog einen seiner Dolche aus dem Gürtel. Was willst du von mir? Darauf ertönte es. Wieder falsche Frage. Frex verleumdete die Geduld. Eins! Halt! Er klang es hinter ihm. Frex sah einen wunderbunten, hektischen Vogel auf ihn zuflattern. Hast du gerade Halt gerufen? Der Vogel flog hastig herbei und setzte sich auf einen Ast in Frex Augenhöhe ab. Vier. Ja, das war ich. Der Vogel zeigte mit seinem Schnabel zur Pfütze und sagte: Sieben. Du weißt nicht, was das ist, oder? Schlabberpappe, Sülzenfutze, Gesümpfe, Stinkesuppe, Schmuddelbrühe, Ekelschlotze. Drei. Bist du verrückt? Vier. Es kann uns hören. Wer kann uns hören? Drei. Das allwissende Blub. Es ist schon öfter vorgekommen, dass du Zahlen vor die Sätze nimmst? Eins. Natürlich. Du zählst erst die Wörter, bevor du sprichst? Eins, genau. Acht, ich bin ein Schwierkopf. Sie sind sehr hektisch. Acht, das Zählen hilft uns, nicht hektisch zu sein. Frank mochte diesen Vogel. Ich verstehe. Hast du einen Namen? Drei, ich heiße Mu.
Ella und Marvin gehen dann zum Elfenreich. Marvin wird im Elfenreich gefangen genommen. Marvin befreit sich und kann fliegen. Also Marvin ist dieses Pferd mit einem Horn, oder? Ja, Marvin und Ella hauen dann ab und treffen Freck. Ist Freck ein Ranter? Nein, er ist ein Granter. Dann gehen Marvin und Ella zu den Grantern. Ich bin ja so aufgeregt. Wie mag es dir denn ergehen, wenn wir alle schon so gespannt sind wie Frecks Bogen? Dort vorne ist es. Wir sind da. Kommt näher, wir erwarten euch schon. Du bist wirklich Marvin. Wir sind die Kinder der Fidelis, die dich seinerzeit gerettet und beschützt haben. Unsere Eltern hatten dich damals im Wald versteckt. Nur sie kannten dein Geheimnis, dass du besondere Kräfte besitzt. Alle anderen Fidelius ahnten etwas oder hatten Gerüchte gehört von jemandem, der einen kennt, der etwas gehört hat, das ein anderer zu wissen glaubt. Du weißt ja, wie das ist. Deshalb haben die Fidelius, die ich neulich im Wald getroffen habe, auch sofort Vertrauen gehabt, als sie meinen Namen hörten. Und mein Auge? Unsere Eltern wussten, dass du der Seelenspiegel bist. Dass du derjenige sein wirst, der die Völker miteinander versöhnt. Deine Eltern hatten es ihnen gesagt. Es war ihre Idee, das Auge mit einer Klappe zu verdecken. Du bleibst, was du bist. Ein Pirat, mein Freund, jawohl. Und jeder Pirat braucht auch eine Mannschaft. Ist das hier vielleicht eine Gruppe, die du dir wünschen würdest? Ein übel gut gelaunter Krante, ein Ritterelf und ein heckischer Schwerkopf. Also das ist die beste Mannschaft, die ich mir je denken kann. Na, dann stehen uns wohl noch jede Menge Abenteuer bevor. Hast du alles verstanden? Yep, danke. Bitte, bis morgen. Ja, bis morgen.